Zu den Landschaften mit herkömmlicher Fachwerkbauweise im Rheinland gehört auch der Vorderhunsrück, wo nahe dem Moselabfall am Rande einer Höhenzunge Sabershausen liegt. Als ersten Steinbau errichtete man hier 1871 die Kirche, und zwar aus Feldbrandziegeln, die von den Bauern unter Anleitung eines Ziegelbäckers vom Mittelrhein am Ort gebrannt wurden. Seitdem verwendet man Ziegelsteine auch für bäuerliche Bauten. Anfangs nur zum Auskleiden des Fachwerks. Massives Ziegelmauerwerk setzte sich erst um 1900 für die Schweineställe, Mistplatzeinfassungen und für die Haussockel durch. Die ältesten ganz gemauerten Häuser, die kurz vor dem Ersten Weltkrieg entstanden, weichen von der traditionellen Bauform ab und zeigen die freieren Gestaltungsmöglichkeiten des Ziegelbaues. Grundlage für diese Entwicklung war das Handwerk der Feldziegler, das sich hier im Anschluss an den Kirchenbau vor knapp 100 Jahren auftat. Die Ziegelarbeiten sind jahreszeitlich bedingt. Sie fügen sich mit dem Lehmbrechen im Winter, dem Ziegelformen in der arbeitsarmen Zeit des Sommers und dem Ziegelbrennen nach der Getreideernte im Herbst gut in den bäuerlichen Jahreslauf ein. Nach der Frühjahrsbestellung, wenn die Arbeiten auf der Ziegelbahn begonnen haben, werden im Dorf die Strohdecken hergestellt, die man beim Trocknen der Ziegelrohlinge als Regenschutz braucht. Damit die Stoppelenden eine schnurgerade Linie ergeben, werden die Strohbäusche gleichgestoßen und an einem Brett entlang ausgebreitet. Zum Binden und Versteifen dienen vier gleich lange Holzlatten, die die lose 5 Meter lange Strohbahn paarweise einschließen. Boden und Decklatten müssen gleichlaufend sitzen. Darum sind an den beiden Schmalseiten Pflöcke in die Erde gesteckt, die als Anschlag dienen. Dann werden die Lattenpaare durch das Stroh hindurch zusammengenagelt. Nach dem Beschneiden der Ährenenden entsteht auch hier ein gerader Abschluss. Von diesen Gebinden braucht man auf dem Ziegelfeld insgesamt 40 Stück, die hintereinander gelegt eine 200 Meter lange Strecke ergeben würden. Sie werden in mehreren Fuhren hinausgeschafft. Die Ziegelbäcker arbeiten in der Gemeinde Leimkaul, wo früher der Lehm für die Fachwerkbauten gewonnen wurde. Nahe bei der Abbauwand hat man den Tümpel gegraben, in dem sich seit dem Winter reichlich Wasser angesammelt hat. Im ausgebeuteten Teil der Grube ist die Ziegelbahn eingerichtet. Sie beginnt am äußersten Punkt vor der Bruchwand, wo gerade die Strohdecken bereitgelegt werden. Die zweigeteilte 10 Meter breite Bahn erstreckt sich auf der eingeebneten Fläche in einer Länge von 46 Metern von Norden nach Süden, sodass der Westwind sie seitlich überstreichen kann. Transportmittel und zugleich Arbeitsgestell sind die beiden Formtische. Während man den gefüllten in die Ziegelbahn vorschiebt, wird der andere zum Beladen zurückgezogen. Der Lehm auf dem vorbereiteten Haufen ist so breiig, dass die Schaufel vor jedem Einstich in Wasser getaucht werden muss, damit sie gleitfähig bleibt. Das Zubereiten der Ziegelerde ist Aufgabe des Lehmmachers. Auf dem Leimbett vor der Bruchwand liegt ein großer Vorrat bereit, der im Frost zerfallen ist. Mit der breiten Schüpphau
wird von dem am Vortag eingesumpften Haufen die für die nächsten Ladungen benötigte Menge abgegraben. Der losgehackte Lehm muss nun ausgiebig getränkt und dann mit der langgestielten, schmalblättrigen Leimhau angemengt werden. Die feuchte Masse wird so lange durchgearbeitet, bis ein streichfähiger Lehmteig entsteht. Die erforderliche Gleichförmigkeit gewinnt er durch das Umsetzen auf den Ladehaufen und durch das Aufschaufeln auf den Tisch. Der beladene Formtisch, dessen Fahrgestell aus starken Kanthölzern besteht, trägt eine Last von über 25 Zentnern. Man transportiert den Lehm jeweils zu der Stelle in der Ziegelbahn, an der er zum Ausformen gebraucht wird. Sie rückt mit fortschreitender Arbeit immer näher an das Bahnende, vor dem Leimbett heran. Der wagenartige Tisch wird mit rückwärts zeigender Deichsel aufgestellt. Bevor man ihn abstützen muss, ist der Platz für die beiden zugehörigen Wassertröge. Der Tisch schließt hier mit dem leicht geneigten Streichbrett ab, das als Arbeitsfläche und Unterlage für die beiden Ziegelformen sauber gehalten werden muss. Links und rechts an seinen Schmalseiten formen die beiden Ziegelstreicher die Lehmkuchen, die von ihnen seitwärts auf den Bahnhälften abgelegt werden. Die Doppelformen bestehen nur aus glatt gehobelten Wänden mit Handgriffen. Das Ziegelformat von 12 x 24 x 6 cm geht im Grundmaß auf die 12 cm starken Fachwerkbalken zurück. Da die Kuchen beim Brennen um ein Zwanzigstel schwinden, sind die Formen entsprechend größer gemacht. Um das Ausleeren zu erleichtern, taucht man sie in die Wasserkästen, bevor die Lehmklumpen hineingeworfen, eingedrückt und mit der Hand abgestrichen werden. Besondere Geschicklichkeit erfordert das Herabschieben vom Streichbrett. Außer dem Lehmmacher und den beiden Ziegelstreichern sind noch zwei Abträger beschäftigt. Ihre Aufgabe ist es, die Ziegelbahn in Ordnung zu halten, auf der die weichen Lehmkuchen zum Trocknen ausgebreitet werden. Sie wird mit Bahnkratzern gesäubert und dann mit Sand bestreut, der das Ankleben verhindern soll. Nachher müssen die erhärteten Rohlinge auf dem Trockenfeld von den Abträgern weggeräumt werden. Die Tagesleistung der Former beträgt 2400 Kuchen. So braucht es drei Arbeitstage, bis die Ziegelbahn, auf der 7000 Stück Platz haben, einmal ganz vollgelegt ist. Haben die Kuchenreihen, wie hier, das Bahnende erreicht, wird die Arbeit jeweils am Anfang des Ziegelfeldes fortgesetzt. Für diesen neuen Beginn fährt man den Formtisch nun bis dorthin vor. Hier vorn muss die Bahn zuvor für die frischen oder grünen Lehmkuchen freigemacht werden. Die angetrockneten, die man wegen ihrer hellen Farbe Bleiche nennt, sind schon so fest, dass sie von den Abträgern aufgenommen und an die Bahnränder gebracht werden können. Inzwischen wird der Formtisch mit neu gefüllten Wasserkästen arbeitsfertig gemacht. Die bleichen Rotziegel werden auf Hagen gesetzt, wie die Stapelreihen aus hochkant geschichteten Kuchen neben der Ziegelbahn heißen. Wo sie weggenommen sind, wird der Platz zum Neubelegen frei. Ziegelstreicher und Abträger arbeiten so im weiteren Verlauf ständig hintereinander her. Bei dieser Einteilung können auf verhältnismäßig geringem Raum große Mengen von Ziegeln hergestellt werden. Diesmal sind 50.000 Steine oder 7 Bahnen voll vorgesehen. In den Hagen sollen die Rohlinge vollends durchtrocknen. Darum werden sie in schmalen, parallel zur Ziegelbahn laufenden Reihen in der günstigen Nord-Süd-Richtung aufgebaut. Die Strohmatten dienen nicht nur als Regendächer, sie schützen auch vor zu schnellem Austrocknen. Um die Bodenfeuchtigkeit abzuhalten, wird der Untergrund auch hier mit Sand bestreut.
Die aus zwei steinbreiten Aufschichtungen oder Blättern bestehenden Hagen flankieren das Ziegelfeld auf beiden Seiten in ganzer Länge. An der einen Seite, wo die Äcker der Dorfgemarkung unmittelbar angrenzen, sind sie schon bis ans Ende durchgelegt. Mit jeder neu herangebrachten Lehmfuhre, die rund 300 Kuchen ergibt, verkürzt sich der Weg für den Formtisch um etwa 2 Meter. Zum Volllegen der ganzen Bahnstrecke werden bis zu 24 Ladungen benötigt. Die Qualität der Ziegelsteine hängt entscheidend von der Beschaffenheit des Rohmaterials ab, das vor allem keine groben Verunreinigungen enthalten darf. Wurzeln und Kieselsteine werden beim Formen herausgezogen und auf den Fahrweg geworfen. Sie würden beim Brennen verkohlen und Höhlungen hinterlassen oder durch Ausdehnen die erhärtenden Ziegel zersprengen. Da die weichen Kuchen im Formrahmen nur von den schmalen Wandungen gehalten werden, kann es geschehen, dass sie beim Abtragen herausfallen. Wenn der Lehm vor allem in der Mittagshitze durch Verdunsten an Geschmeidigkeit verliert, wird er auf dem Tisch mit Wasser neu angeknetet. Die nach Augenmaß gegriffenen Klumpen füllen die Formteile in einem Wurf. Sie werden beim Abstreichen in die Ecken eingedrückt, damit die Ziegelgestalt sauber herauskommt. Wenn der vordere Teil des Tisches geleert ist, zieht man den Lehm mit hölzernen Schabern von hinten an das Streichbrett heran. Die beim Abtragen hochkant gewendeten Formen werden auf der Bahn flach umgelegt und behutsam nach oben weggezogen. Für die neue Füllung wird die Ladefläche jedes Mal sauber gekratzt, weil die Reste verkrusten und den frischen Lehm knotig machen würden. Die Hagenreihen, die die Ziegelbahn wie Mauern einschließen, wachsen mit jeder abgeräumten Bahn an. Sie haben vorn mit 16 Schichten bereits ihre endgültige Höhe erreicht. Wenn die Abträger die letzten bleichen Kuchen beiseite gebracht haben, können die Ziegelstreicher ihre Reihen erneut bis ans Ende durchlegen. Vor jedem Überwechseln zum Bahnanfang wird der Fahrweg gesäubert. Hier haben sich die ausgesonderten Wurzeln und Kieselsteine angesammelt, die den schweren Tisch beim Vorfahren behindern würden. Der zusammengescharrte Auswurf wird außerhalb der Bahn aufgehäuft und später beseitigt. Um alle 50.000 Rohlinge in den Trockenstapeln unterbringen zu können, müssen weitere Hagen angelegt werden, die man nun vorbereitet. Die beiden Kopfsteine am Boden markieren den Abstand der beiden Blätter. Die mit der Schnur abgegrenzte Hagenstelle wird ebenso wie an der Außenseite mit einem Abzugsgraben für Regenwasser versehen, und dann mit dem Aushub bankettartig erhöht. Zwischen äußerer und innerer Hagenreihe bleibt für den Luftzugang eine Steinlänge Zwischenraum. Die Blätter haben dagegen halbsteinigen Abstand. Zunächst wird der Hagenfuß angelegt, der die Aufschichtungen tragen soll. Der zweiblättrigen Anlage entsprechend besteht er aus einer Doppelreihe quergestellter Kuchen. Den Hagenkopf, der besonders standfest sein muss, errichtet man im Kreuzverband. Hier wechseln in den aufsteigenden Schichten Längs- und Querlagen ab. In den durchlaufenden Reihen werden die Rohlinge abweichend vom Hagenkopf in schrägem Winkel aufgestellt, der schichtweise nach rechts und nach links wechselt. Bei der beträchtlichen Höhe der fertigen Hagenreihen ist es erforderlich, sie besonders zu stabilisieren. Darum verbindet man die Blätter in der sechsten und weiter oben in der 12. Schicht mit einer Brücke. Sie besteht aus quergestellten Kuchen, die den schmalen Zwischenraum überspannen. Der an den Rändern verbleibende Platz wird mit Längsreihen zugelegt. Für den seitlichen Zutritt des Windes bleiben zwischen den einzelnen Kuchen daumenbreite Lücken.
Bei der wechselnden Schrägstellung innerhalb der Reihen liegen die Kuchen nur mit den Enden auf, sodass auch ein Teil ihrer Schmalseiten für die Luft frei bleibt. Die Abträger haben vollauf zu tun, die vorgetrockneten, bleichen Rohlinge in den Hagen zusammenzubringen und die Bahn für die Ziegelstreicher bereitzuhalten, die gerade wieder das Ende vor dem Lehmbett erreichen. Im Lauf eines Bahndurchgangs wird das Wasser in den Trögen vom Eintauchen der lehmbeschmierten Formen unbrauchbar. Weil die Legefläche trocken gehalten werden muss, schüttet man es in den Tümpel zurück. Dann werden die leeren Kästen für einen neuen Durchgang dem Formtisch vorausgetragen. Bahn für Bahn ziehen sich so die Formarbeiten bis zum Beginn der Heuernte hin. Wenn die letzten Kuchen zum Durchtrocknen auf die Hagen gebracht sind, steht der ganze Vorrat für das Ziegelbrennen bereit, das sich nach einer Unterbrechung von 3 Wochen anschließt. Nach der Heuernte finden sich die Ziegler wieder in der Lehmgrube ein, um den Feldbrandofen herzurichten. Mitten zwischen den Hagenreihen, am Bahnanfang, ist schon der ungefähr 6x6 Meter große Ofenplatz für die 50.000 Ziegel vorbereitet. Das Brennmaterial, insgesamt 200 Zentner Steinkohle, liegt in 2 gesonderten Haufen bereit. In der überlieferten Technik des Ofensetzens kennt sich nur noch der alte Ziegler aus. Die übrigen, die von ihm angeleitet werden, gehen ihm bei der schwierigen Arbeit zur Hand. Der Ziegelmeister prüft hier nach, ob das angestampfte Bett mit den erhöhten Rändern, auf dem der Ofen wie eine stumpfe Pyramide aufgebaut werden soll, genau rechtwinklig angelegt wurde. Für den Feldbrand braucht man keinen ortsfesten, gemauerten Ziegelofen. Die getrockneten Rohlinge werden zusammen mit Kohle so aufgeschichtet, dass sie selbst die Luftzüge sowie die Feuerkanäle und Zwischenräume bilden, die zur Aufnahme des Brennstoffs notwendig sind. Der meilerartige Ofen wird in mehreren langen Bänken errichtet, von denen man die erste gerade begonnen hat. Die Bänke, die alle im unteren Teil ihre eigene Feuerung enthalten, laufen in der Hauptwindrichtung von Westen nach Osten, längs durch den ganzen Ofen hindurch. Jede Bank steht auf dem sogenannten Herd, der flachen Kuchenlage am Erdboden, in deren Mitte der halbsteinbreite Luftzug frei bleibt. Der Ofenzug wird mit dem Rost überdeckt. In dieser Flachschicht bleiben für die Zufuhr der Verbrennungsluft schmale Fugen offen. Zwei Reihen aus hochkantigen Kuchen links und rechts neben dem Zug, die man an den Enden zustellt, bilden die Wandungen der Schürgasse. Die Wände werden mit Zwischenlagen aus Kohlengrieß 2 Schichten hoch aufgesetzt. Die Schürgasse, die bis zum Rand mit Stückkohle gefüllt wird, ist die eigentliche Feuerung für diese erste Bank. Die nachträgliche Lücke in der Innenwand stellt die Verbindung zur nächsten Schürgasse im anschließenden gleichgebauten Ofenteil her. Wie alle Kuchenlagen des Ofens werden auch diese mit Feinkohle überschüttet. In der Schürgassendecke bleiben ebenfalls schmale Ritzen, durch die die Glut weiter nach oben vordringen kann. Über der Feuerung, die eine besonders dicke Staubkohlenauflage bekommt, wächst nun die Bank in Schichten aus hochkant gestellten, dicht nebeneinander gepackten Kuchen empor. Beim weiteren Hochziehen bildet sie die vordere Längswand des Ofens. Wenn sie ungefähr Brusthöhe erreicht hat, erweitert man unten den Herd, die anschließende Bank. Über dem engen Luftzug am Boden wird jetzt der neue Rost angelegt. Die benachbarten Feuerungen sind nur durch die gemeinsame Gassenwand getrennt. Als Brennstoff für die Feldziegelei eignet sich nur schwach rußende Magerkohle. Und zwar braucht man von der feinen ungefähr 4-mal so viel wie von der groben.
Die Stückkohle wird lediglich in den Schürgassen verwendet, von denen jede 18 Eimer fasst. Im Gegensatz zur verschlossenen Blindfeuerung der ersten Bank bleiben an den Enden der zweiten Schürlöcher zum Anzünden offen. Wo an den Nahtstellen zwischen den Bänken provisorische Füllsteine eingefügt wurden, werden diese beim Durchlegen ersetzt, sodass sich die Schichten hier in der Art des Streckverbandes verzahnen. So wie die Kuchenlagen über der ersten Feuerung begonnen wurden, setzen sie sich in den anschließenden Bänken fort. Die Formtische werden jetzt beim Ofenbau zum Herbeischaffen der Ziegelrohlinge eingesetzt. Um an der vorderen Seitenwand für den weiteren Ausbau eine breitere Basis zu gewinnen, hat man die ersten beiden Bänke zusammengefasst und gemeinsam höher geschichtet, bevor man mit dem Unterbau der nächsten Bank beginnt. Die genaue Breite des Luftzuges wird einfach mit Hilfe eines Passsteines ermittelt. Die Kohleschüttungen, in die alle Kuchenlagen eingebettet sind, lassen den Brand bis in die höchsten Ofenschichten vordringen. Wenn bei den angewachsenen Bänken das Material nicht mehr angereicht werden kann, befördert man sowohl die Rohziegel als auch die Kohleneimer mit Würfen hinauf. Auf den Bänken im Ofeninneren werden sämtliche Lagen mit quergestellten Kuchen in sogenannten Kopfschichten vollgesetzt. Durch abweichende Anordnung an den Rändern erscheint außen jede dritte Lage als Platt- oder Bindeschicht. Bei diesem regelmäßigen Wechsel ergeben sich an den Ofenwänden durchgehende Kreuzverbände, die den Zusammenhalt festigen. In den Reihen sitzen die Kuchen so eng beieinander, dass man die letzten einzwängen muss. Die Staubkohle, von der für die einzelnen Lagen bestimmte Mengen vorgesehen sind, wird bis an die Ränder zu einer gleichmäßigen, dünnen Decke verteilt. Ehe man die vorderen Bänke auf volle Ofenhöhe bringen kann, wird der untere Teil zur Unterstützung nachgezogen. Hier legt man nun bereits die Feuerung für die vierte Bank an. Wenn beim Aufsetzen in der zuletzt verbleibenden Lücke ein ganzer Stein keinen Platz mehr findet, klemmt man einfach ein Bruchstück ein. Meistens nimmt man hierzu aber Keile. Das sind Kuchen, bei denen eine Kante schmaler geraten ist als die andere. An den Bankenden, wo die sonst gleichartigen Schichten in den komplizierten Wandverband übergehen, wird besonders reichlich Kohle gestreut. An diesen wichtigen Stellen übernimmt der erfahrene Ofenmeister das Aufsetzen selber. Wenn das Vorderteil des Ofens nicht mehr im Wurf zu erreichen ist, werden die Bänke nacheinander terrassenförmig hochgezogen. Die Absätze erleichtern sowohl das Hinaufschaffen des Materials als auch den Ausbau in die Höhe, da sich die oberen Stufen bequem und sicher von den unteren erreichen lassen. So kann man in über 4 Meter Höhe ohne Hilfsgerüst auf die letzte der insgesamt 30 Schichten gelangen. Sie erscheint über den ersten beiden Bänken vorerst als schmaler Steg, auf dem der alte Ziegler nun die Ofenkrone anlegt. Die abschließende Kohlendecke, die nicht unbedingt für die Feuerführung erforderlich ist, soll die Kuchen bis zum Brand vor Tau und Regen schützen. Die nun fertiggestellte Vorderwand lässt erkennen, dass sich der Ofenkörper nach oben zu beträchtlich verjüngt. Die Einziehung beträgt 3 Steinlängen. Sie verhindert das Auseinanderbrechen des Meilers, wenn er beim Abbrennen der Kohlenschichten etwa 30 cm zusammensinkt.
Die Arbeiten am Ziegelofen dauern je nach Größe 14 Tage bis 4 Wochen. Da es bei den Feldbrandöfen immer zu einem gewissen Ausfall an halb gar gebackenen Steinen kommt, ist es vorteilhaft, die Öfen möglichst groß zu bauen. Gegenüber den Feldmeilern, die früher nicht selten aus 500.000 Kuchen errichtet wurden, gehört dieser mit 50.000 zu den kleinsten. Je mehr sich die Ofenkrone beim Ausbau verbreitert, umso weiter schieben sich Bank für Bank die Arbeitsterrassen vor. An jedem Feierabend werden die Stufen für die Nacht vorsorglich mit Strohmatten zugedeckt. Das gleiche gilt für die zusammenschrumpfenden Hagenreihen an den Rändern des Ziegelfeldes. Anfang August, wenn auf den Feldern das Getreide in Reife steht, gehen die Ofenarbeiten allmählich zu Ende. Jetzt werden die Kuchen durchgezählt, um festzustellen, wie die letzte Bank eingerichtet werden muss, damit die restlichen Platz finden. Bei dem großen Bedarf an Feinkohle kann es geschehen, dass der Vorrat am Schluss zur Neige geht. Dann wird ein Teil der reichlich vorhandenen Stückkohle zerschlagen. Der Ziegelmeister bestimmt den Kohlengrieß für die einzelnen Schichten in den Bänken nach Eimern. Vom Herd am Erdboden bis zur Ofenkrone müssen in jede Bank 80 Eimer voll eingebracht werden. Bei der Verteilung bekommen die untersten und die obersten Schichten mit 3 Eimern die größte und die Ofenmitte mit 2 Eimern die geringere Füllung. Die Anzahl der Schürgassen hängt vom Umfang des Ofens ab. Mit seinen 5 Blindfeuerungen und den 5 offenstehenden Kohlekanälen ist dieser hier 10 schürig. Die letzte Feuergasse, die um eine Steindicke breiter angelegt wurde, damit die restlichen Kuchen untergebracht werden können, bekommt gerade ihre Füllung. Wenn man die abschließende Bank bis zur Ofenkrone hochgezogen hat, wird sie die hintere Längswand des Feldmeilers bilden. Um mehr Stellfläche zu gewinnen, gibt man dieser Seite eine geringere Neigung als der Vorderwand. Trotzdem wirkt sich auch hier die pyramidenartige Verengung des Ofenkörpers aus. Die Einziehung kommt dadurch zustande, dass von den 3 Kuchenreihen über der Feuerung die mittlere schräg gestellt wird. In den folgenden Schichten vergrößert sich der Anstellwinkel, bis diese Reihe schließlich ganz wegfällt. Ähnlich werden in den höheren Lagen 2 weitere Reihen eingezogen, sodass sich außen eine gleichmäßige Verjüngung ergibt. Von der Höhe des Ofens aus hat man einen weiten Blick in die Flur, wo die Getreidefelder jetzt auf die Ernte warten. An der Ofenkrone läuft die abschließende Streckschicht wie ein Kranz ringsherum. Die in der Bodenfeuchtigkeit nicht vollständig durchgetrockneten Lehmkuchen kommen ganz oben auf. Der fertig ausgebaute Feldmeiler ist mehr als 100 Kubikmeter groß. Wenn die Ziegelrohlinge nicht mit der obersten Schicht aufgehen, werden die überzähligen an der hinteren Seite noch als Aufsatz hinzugelegt.
An der Ofenbasis wird währenddessen die beim Aufstreuen herabgefallene Kohle zusammengescharrt und in Eimern nach oben gereicht. Mit dieser Dreckkohle, die kaum Hitze entwickelt, überschüttet man nochmals die gesamte Ofendecke. Die zerbrochenen Rohlinge, die bisher ausgesondert wurden, bilden einen zusätzlichen Schutz gegen die von oben eindringende Nässe. Der Ziegelmeiler, in den nun sämtliche Lehmkuchen eingesetzt sind, muss schließlich noch mit einem luftdichten Mantel umhüllt werden. Wie für die Rohlinge nimmt man auch hierzu Lehmbrei. Er wird zu einem zähen Mörtel angemengt, mit dem man die Seitenflächen des Ofens verschmieren kann. Der Mantel bildet einen Schutz gegen Schlagregen und er soll vor allem die Ofenzüge unter der Feuerung zur Wirkung kommen lassen, die für eine geregelte Verbrennung sorgen. Man beginnt mit dem Verschmieren an den Längsseiten. Der nasse Lehm haftet an den ausgetrockneten Kuchen fest. Er wird nur oberflächlich mit den Händen verstrichen und verklebt sämtliche Fugen, durch die Luft eindringen könnte. So entsteht allmählich von unten herauf ein rauer Überzug. Vor der windabgekehrten Querwand trifft der Ziegelmeister inzwischen seine Vorkehrungen für das Anzünden. Das Gelingen des Brandes hängt von der richtigen Feuerleitung ab. Es ist wichtig, dass sich die Glut langsam von der Mitte her ausbreitet. Der Meiler soll vom Zentrum aus gleichmäßig nach oben und dann erst nach den Seiten durchbrennen, sodass sich die Wände beim Einsinken nach innen legen müssen. Darum wird das erste Feuer in der mittleren, also in der dritten, offenen Kohlengasse angesteckt. Nachdem die Einrahmung des Schürlochs herausgenommen und in Verlängerung des Rostes ein kleiner Vorbau hergestellt wurde, häuft der alte Ziegler hier Brennholz auf, das er mit Hilfe von Mattenstroh entzündet. Wenn dieses Vorfeuer richtig durchgebrannt ist, wird es in die Schürgasse hineingeschoben, zugestellt und mit Kohle versorgt. Das Feuerloch muss sofort mit einem Lehmbewurf abgedichtet werden, damit sich die Glut in der Zugluft von unten recht entwickeln kann. Zur Unterstützung des zentralen Brandes werden anschließend die benachbarten Schürlöcher, zuerst links und später auch rechts, angezündet. Die verschlossenen Kohlengassen dazwischen bleiben unberührt. Bevor das eigentliche Brennfeuer entsteht, soll sich der Ofen zunächst in einem Schmauchfeuer erwärmen, das die letzte Feuchtigkeit heraustreibt. Diesem Zweck dienen die Blindfeuerungen. Erst wenn der Brand nach 2 Tagen durch die Verbindungslücken im Ofeninneren bis zu ihnen vorgedrungen ist, kann er sich voll entfachen. Die äußeren Schürgassen werden immer zum Schluss angesteckt, weil sie sonst wegen des stärkeren Zuges an den Seitenwänden zu schnell ausbrennen würden.
Wenn schließlich rechts außen der letzte Kohlenkanal brennt, muss auch dieser noch zugeschmiert werden. Dann erst geht der Ziegelmeister auf die gegenüberliegende Windseite hinüber, um auch dort die Feuer einzulegen. Der Lehmmantel wird an allen vier Wänden möglichst rasch bis in halbe Ofenhöhe hochgezogen. Indem man auf diese Weise zunächst nur die Feuerungen vor falscher Luft abschirmt, bringt man die Entwicklung des Brandes unter Kontrolle. Die Schürlöcher an der Wetterseite bleiben so lange offen, bis der Wind den Brand etwa armtief in die Gassen hineingetrieben hat. Erst wenn das Feuer im Inneren allmählich höher steigt, wird der Ofen ganz verkleidet. Der Mantel muss jetzt bis zur letzten Schicht an der Oberkante dicht abschließen. Nur die Ofendecke, die mit ihrer durchlässigen Kohlenschüttung als Rauchabzug dient, bekommt keine Lehmverkleidung. Der in Brand gesetzte, fertig ummantelte Feldofen braucht 3 bis 4 Wochen, bis er vollständig durchgebrannt ist. Die Ausbreitung des Feuers muss ständig überwacht und gegebenenfalls gelenkt werden. Wenn der Wind zu stark in die Züge hineinbläst, besteht die Gefahr, dass der Brand ganz nach einer Seite getrieben wird und dass die Hitze hier übermäßig stark ansteigt. Dann muss der Ofen an der Wetterseite mit den Strohmatten geschützt werden. Damit diese an der glühenden Wand nicht verbrennen, lehnt man sie in 3 Meter Abstand gegen ein hohes Stangengerüst. Hier an der Wetterseite bilden die Matten einen dichten Schirm, der bei wechselnder Windrichtung umgestellt werden muss. Damit ist die Arbeit der Ziegler beendet, für die jetzt daheim die Ernte beginnt. Die weitere Ofenwartung gehört zu den Aufgaben des alten Ziegelmeisters. Etwa 1,5 Wochen später, wenn das Getreide auf den Feldern in Garbenhaufen steht, ist er auf einem seiner täglichen Kontrollgänge. Der mächtige Ziegelofen steht rauchend in der Leimkaul und überragt Bruchwand und Buschwerk am Grubenrand. Jetzt muss der Windschirm entfernt werden, damit sich der Brand zur vollen Glut des Brennfeuers entwickeln kann. Die kegelförmige Schwärzung der Ofenwand lässt erkennen, dass er sich hier ganz in der gewünschten Weise ausgebreitet hat. An der Hitze, die der verkrustete Lehmmantel abstrahlt, stellt der Ziegler fest, wie weit die Glut nach den Seiten vorgedrungen ist. Trotz aller Sorgfalt beim Einsetzen der Rohziegel ist der Ofen an dieser Stelle geborsten. Hier hat sich, in Höhe der Feuerung, ein Teil der Wand nach außen geschoben. Um ein weiteres Aufbrechen zu verhindern, das zum Einsturz des Ziegelmeilers führen kann, muss die Wand mit einer starken Strebe abgestützt werden. Durch den klaffenden Riss ist falsche Luft in den Ofen gelangt, sodass an dieser Ecke ein unkontrolliertes Wildfeuer entstand. Es ist bis zur Ofenkrone durchgebrannt und muss schleunigst eingedämmt werden. So wird der Spalt nun mit Lehm luftdicht verschlossen. Um die Verbrennung von der Ofenbasis her zu fördern, wurden die Schürgassen geöffnet. Das Feuer, das bis zu 1200 Grad erreicht, ist nun in die Feinkohlenschichten eingedrungen und erfasst allmählich den ganzen Ofenkörper. Die lockere Erde vom Grubenrand wird zum Verstärken der Ofendecke gebraucht. Wo die Glut nach oben durchzubrechen droht, wie an der Ecke mit dem Wildfeuer, muss eine zusätzliche Dämmschicht aufgebracht werden.
Bei fortschreitendem Brand wird der ganze Ziegelmeiler auf diese Weise mit einer dichten Erddecke versehen, die die Hitze im Inneren festhält. Im Spätherbst, nachdem der Ziegelofen ausgebrannt und 3 bis 4 Wochen ausgekühlt ist, stehen die fertig gebackenen Ziegelsteine im Meiler für den Abtransport bereit. Die Schwärzung der Wände wurde vom Regen abgewaschen und der Mantel beginnt abzubröckeln. Stellenweise sind sogar einzelne Steine herausgefallen. Der Ofen darf erst nach dem völligen Erkalten aufgebrochen werden. Um sich vom Gelingen des Brandes zu überzeugen, holt der Ziegelmeister hier einige Steine aus dem Ofeninneren heraus. An ihrer rotbraunen Farbe und am hellen Klang beim Aneinanderreiben stellt er fest, ob sie einwandfrei durchgebacken sind. Die muldenförmig eingesunkene Ofendecke ist ein Zeichen für das gute Gelingen. Die Ziegelsteine, die man in der Regel auf Bestellung brennt, kommen im Tausend zum Verkauf. Die Bauern holen sie mit ihren Fuhrwerken selbst ab. Nachdem der Lehmmantel mit der langstieligen Leimhacke entfernt ist und nachdem sich der Ziegelmeister an der Ofenkrone einen Standplatz geschaffen hat, kann das Aufladen beginnen. Der Ofen wird jetzt, ähnlich wie beim Einsetzen der Rohlinge, terrassenförmig in einzelnen Bänken abgebaut. Auf diese Weise kann man die Steine gefahrlos von den höchsten Stellen herunterholen. Wenn eine Bank bis zum Herd geleert ist, muss hier zunächst aufgeräumt werden, damit die Fuhrwerke nahe genug an den Ofen heranfahren können. Aus der Asche gewinnt man den Streusand für die nächste Feldziegelei im Frühjahr. Hier auf dem Hunsrück, wo es an natürlichen Sandlagern fehlt, behilft man sich mit diesem Ersatzmaterial. Aus dem gleichen Grunde siebt man später auch den Ziegelbruch durch, der hier in die Fahrspur gebreitet und dort von den Wagenrädern zerkleinert wird. Die mit Asche gefüllten und zum Teil eingefallenen Feuergassen sind fast noch erhalten. Hier unten sowie unmittelbar unter der Ofendecke und an den Wänden lagern die Steine von geringerer Qualität. Sie sind nur halbgar gebacken und werden genau wie die lufttrockenen Lehmkuchen als Bleiche bezeichnet. Sie eignen sich beim Hausbau lediglich für die Innenmauern. Vielfach wurden sie auch bis zum nächsten Ziegelbrand für die Anlage des Ofenherdes zurückgelegt. Ihr Anteil kann bis zu einem Fünftel betragen. Die besten Ziegelsteine, die sogenannten Klunker oder die roten, kommen aus den mittleren Schichten. Sie sind wetterfest und eignen sich für sämtliches Außenmauerwerk. Für sie erzielt man den besten Preis.
Direkt über den Feuerungen sind die Steine am stärksten durchgebacken. Hier sintern sie häufig zu Schmolzklumpen zusammen, die aus den Bänken herausgebrochen werden müssen. Sie ergeben das Material für Wasserbauten oder für das Pflaster der Pferdeställe. Diese drei Steinsorten sind charakteristisch für die Feldbrandziegelei. Bei dem Abbau in Terrassen brauchen sie nicht besonders sortiert zu werden. Der gewünschten Qualität entsprechend entnimmt der Ziegelmeister die Steine entweder den oberen, den mittleren oder den unteren Schichten direkt zum Verladen. Die Ziegel von der Ofenwandung werden wegen ihrer halbdunklen, halbhellen Färbung als Schäle bezeichnet und gehören zum Ausschuss. Das Ausfahren des Feldofens erfolgt immer noch in Nachbarschaftshilfe, die früher bei fast allen Bauarbeiten im Dorf gebräuchlich war. Oft pendelten die Fuhrwerke den ganzen Winter über zwischen Leimkaul und Dorf hin und her, bis die Steine zum traditionellen Baubeginn im Frühjahr zusammengebracht waren.